Hello and welcome to a new video. Ich weiß auch nicht. Channel! Video! Genau, ungefähr so. Sehr gut, hast du aufgepasst. Hey meine Lieben, ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe heute einen kleinen Gast in meinem Video. Ich würde sagen, sie ist mein größter Fan und sie ist heute meine Praktikantin und wir haben gedacht, wir können das auch gleich mal nutzen für ein gemeinsames YouTube-Video, wenn sie einmal hier ist. Und vielleicht kannst du dich ja selber mal ganz kurz so ein bisschen vorstellen. Ich bin die Alina. Ja. Ich bin 12 Jahre alt und ja. Geh noch zur Schule bestimmt. Geh noch zur Schule. Oder gehst du schon arbeiten? Ich gehe schon arbeiten. Als Make-up-Office? Ja. Ein Schminkvideo machen? Dass sie diese Seite behält und ja. Diese Seite geht. Genau, also ich habe mich dafür entschieden, meine Haut, guckt mal wie heftig, weiß und braun. Weil ich trage Fake Tan und deswegen, ich passe ja immer mein Gesicht sozusagen an. Gut, du bist jetzt der Boss, weiter geht's. Gut, also Primer als erstes. Hier ist der Primer. Step 1. Was hast du vorhin genommen? Von Benefit. Make-up. Und dann benutze ich das MAC Minerals in der Farbe SPF. Ne, das ist die Farbe. Die Farbe steht, glaube ich, unten drunter. Ah, NC20. Mhm. Wie ist dein erster Eindruck von der Foundation? Ist gut zu verteilen. Mhm. Aber bis jetzt sehe ich noch keinen Unterschied. Und wann bist du das erste Mal so mit Schminke in Kontakt gekommen? Oder hast gedacht, oder dich überhaupt dich dafür interessiert hat? Interessiert, aber mit 11 Jahren habe ich so ein paar Sachen nur gehabt. Aber damit bin ich nicht rausgegangen. Mhm. Hat einfach nur, keine Ahnung, so eine Kinderschminkpalette. Ja. Was ist mal dein Ziel? Make-up-Artist zu werden, so wie du. Und auch so im Influencer-Bereich. Ja. Einfach so wie du. So wie ich. Also, ja. Okay. Und noch bekannter. 1 Million Abonnenten. Ja. Findest du, dass meine 2 Gesichtshälften schon zusammenpassen? Nein. Weil die eine Seite viel heller ist bei mir. Guck mal, das hier ist. Hast du einen Hula-Bronzer? Habe ich auch. Weißt du? Möchtest du einen Hula-Bronzer? Ja. Jetzt benutze ich von Milani Baked Bronzer. Ich liebe Bronzer. Ich benutze immer zu viel davon. Hier habe ich jetzt gebronzt und hier. Ganz viel. Welcher schon noch? Den hier. Der heißt Eden. Und etwas weiter unten. Ich flüstere immer, wenn es so konzentriert ist. Du musst dich konzentrieren. Arbeit ist. Ich finde, du hast hier einen sehr festen Pinsel dafür ausgesucht. Der ist sehr borstig. Echt? Du hast dein Verblenden, wird sehr schwierig damit werden. Kriege ich jetzt eine Cut Crease? Ja. Mein Augen ist ein bisschen schrumpelig, bei mir ist das ein bisschen schwer. Es gibt manche, bei denen ist das ganz einfach. Jetzt werde ich das mit einem hellen Ton einverblenden. Das also. Ja. Bei Blenden hilft immer. Mhm. Tu den hier so eintupfen. Mhm. Okay. So, jetzt benutze ich den Ton und tu den auf Jennys. Den NYX Mikro-Pencil und tu die umran. Umran? Hm? Also ausfüllen. Das weiß ich. Weil wenn ich das sehe wie Niki Tutorials, die macht eine richtige Schicht. Ja, und jetzt kannst du dir ein bisschen vorstellen, wie du das jetzt schon krass findest und was müssen die dann an Schicht benutzen, oder? Das ist heftig, oder? Und dass das dann so übelst abgedeckt aussieht in der Kamera, ja? Da weißt du, was die für eine Maske drauf haben. Das ist nichts mit natürlich. Oder genau wie bei Instagram und so, diese ganzen Tutorials mit den richtigen Glitzer und Dunkel und Eyeliner und solchen übelst krassen, wie man so Arabien-Eye-Make-up, sage ich jetzt mal, da weißt du, wie das aussieht. Das sieht nicht aus wie eine Drag Queen. Ich werde jetzt Blush drauf machen von Essence. Den Matte Touch Blush. Guck mal so. Nee, der ist nicht fleckig. Oh. ich benutze jetzt von MAC das Contour-Ding. Puder von NYX, das Weiße. Ja. Oder den Camouflage. Oh, den Blut, ja. Da musst du so wie du willst.
Ich nehme den Crushed Pearl. Mhm. Und weil Jenny sagte, hier so auch, wegen ihrem Piercing in einem Video, machen wir das natürlich auch. Sehr aufmerksam mit dir. So. Jetzt benutze ich Hard Candy and Mimosa. Dings. Das wollte ich auch gerade sagen. Ach, guck mal, wie aufwendig so ein Make-up ist, wie lange das dauert, oder? Vor so einer Kamera? Ich glaube, 30 Minuten sind es jetzt. Und ich mache nur eine Hälfte. Da weißt du Bescheid. Und dann stell dir mal vor, wenn man es alleine macht und dann noch muss es exakt sein, alles scharf sein und so. Und schneiden. Das kann uns schneiden. Und aufbauen. Und ja, den Aufbau, den kriegt ja keiner mit. So. I need Lipstick. Das wollte ich gerade machen. Okay. Also ich kann es mir jetzt angucken, hat sie gesagt. Das sieht krass. Aber der Lidschatten, guck mal, hast du mehrere Farben verwendet. Aber ich sehe, dass du dir Mühe gegeben hast und ich finde, dass die Farben auch richtig gut zusammenpassen. Ich habe wirklich gedacht, dass es richtig schlimmer aussieht. Also meine Lieben, nochmal, das hier ist meine Seite, so wie ich vorher geschminkt war. Jetzt schauen wir uns nochmal Alinas Seite an. Sie hat sich große Mühe gegeben. Dafür, dass du 12 Jahre alt bist und das noch gar nicht so oft gemacht hast, finde ich das wirklich sehr gut. Auch Lippenstift auch gut. Echt? Ja, ich finde, das hast du schön gemacht. Natürlich hier unten und so, aber das hat alles was damit zu tun, wie zum Beispiel, du hast ja Concealer vorhin gemacht und dann hast du Rouge gemacht. Und das Rouge ist ja Puder und sobald das Rouge den Concealer berührt, wird das fleckig und cakey. Das heißt, der Concealer muss wieder erst abgepudert werden und dann wieder erst, weißt du, weil das ja alles so einzelne Blender sind. Aber ich finde, du hast sehr nice gemacht. Komm mal. Also meine Lieben, wenn euch, beziehungsweise wenn ihr auch findet, dass Alina sich große Mühe gegeben hat, hab ich, dann gebt ihr doch mal unten einen Daumen nach oben. Und ich denke, da ist auf alle Fälle Talent da. Ja, also weiter fleißig üben zu Hause. Und the biggest Make-up artist of YouTube Germany ist dann Alina. Okay, möchtest du noch irgendwas sagen? Möchtest du noch irgendwas hinzufügen? Auf meinem Kanal. Okay, also Alina möchte noch ein paar Grüße da lassen. Also ich guck mal schnell. Okay, sie muss erstmal in ihre Liste schauen, wen sie sich alles aufgeschrieben hat, wen sie alles grüßen. Also ich grüße Nicola, Lavinia, ich weiß Levi, Alina, Alina. Dich selbst? Nee, das ist meine Freundin. Nelly, Lauren und Alia. Hi. Okay, also Grüße gehen raus an euch auf alle Fälle. Und wir hatten heute einen super schönen Tag zusammen und den Rest, was wir so gemacht haben, den seht ihr dann bei mir im Vlog und wir sehen uns auch schon im nächsten Video. Tschüss! Tschüss.